In einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt stand diese alte Psychiatrie, von der heute leider nur noch die Nebengebäude übrig geblieben sind. In den 1930er Jahren waren hier die sogenannten Landmädchen untergebracht. Später wurde der Bau erweitert und diente zunächst als Poliklinik, dann als Krankenhaus und zuletzt als Psychiatrie. In den Garagen, die heute noch am Rand des Grundstücks stehen, wurden früher Leichen aufbewahrt und Obduktionen durchgeführt. In den Gebäuden selbst kann man noch die ehemaligen Patientenzimmer erkennen. Jedes davon mit kleiner gekachelter Nische für ein Waschbecken. Im Keller, der schon langsam von der Natur zurückerobert wird, finden sich neben etlichen gefliesten Räumen noch deutliche Hinweise auf den Klinikbetrieb. Zum Beispiel an der Tür der ehemaligen Medikamentenaufbewahrung.